So, liebe Freunde, neue Folge, neues Glück. Quali-Kitzbühel und ich versuche hier immer noch verzweifelt, meine 52,5 zu verbessern. Will mir im Moment aber noch nicht so gelingen. Irgendwas ist hier an den Toren im Moment so ein bisschen magnetisch. Ich weiß nicht genau was. Aber das werden wir ergründen müssen. Genau das meine ich gerade. Was fahre ich jetzt für einen Stuss zusammen? Wenigstens haben wir gerade. Ja. Alter! Mich doch verarscht. Komm, jetzt nochmal Konzentration. Das hat jetzt gerade die ersten Tore. Da war ich so weit weg, das gibt's gar nicht. Haben wir das Tor gestreift. So, und. Zu früh angesetzt, da musste ich kurz unterbrechen, sonst wären wir wieder gegen das Tor geknallt. So. Jetzt fehlt es uns an Speed. Aber so weit sind wir noch nicht weg, deswegen fahre ich die Zeit jetzt mal ins Ziel. Also, nicht ins. Also, ich weiß nicht, wie weit ich komme, sag mal so. So weit wieder, wie wir kommen. Genau so weit, wie wir kommen. Vielleicht werde ich mir nachher auch nochmal Geisterfahrt von irgendjemandem mal angucken. Das kleine Auflockerung und vielleicht bringt's ja was. So. Und drücken. Wunderbar. So, und hier versuche ich jetzt schon mal früh rüber, ein bisschen früher rüber, dafür habe ich jetzt hier unten raus die Linie nicht halten können. So, möglichst schnell wieder in die Hocke, sobald wir wissen, wir sind weit genug rum ums Eck. So. Boah. Ach, das gibt's da nicht. Aber hier muss man ans Tor ran. Skispitzen nach unten. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Dass mir jetzt dieses zweite Tor nicht mehr so gelingen will, wie es sich gehört. Jo, mir war ein bisschen eng, hä? Man muss diesen U-Turn einfach rechtzeitig einleiten. Anders geht es leider nicht. Zack. Alter. Gehst du mir gerade auf die Nerven? Zu eng. Nochmal. Zu weit weg. Nee, aber nicht nochmal. So, das ging ja halbwegs gerade. Hier schon wieder nicht mehr. Ja. Komm schon. Und rum. Und rum. Na, also geht doch. Jetzt Geschwindigkeit aufbauen. Zeig mal diesem Kackgeist, was eine hohe Geschwindigkeit hier raus ist. Na, komm. Windschatten funktioniert hier ja leider nicht. Sonst würde ich mir hier ein paar Geister mehr einblenden noch. So. Und jetzt Gas. Es gibt es nicht, es gibt es nicht. Ab und zu macht er noch ein bisschen mehr, als man will.
Oh, oh, oh. Ich hab's befürchtet. Ganz so direkt dürfen wir da nicht drauf fahren. Ja. Herzlichen Dank, Grünschnabel. Aber anders, Tom, müssen wir ran. Das ist wichtig. So, und rum. Und rum. Na, endlich. So ungefähr versuche ich das seit 20, 25 Minuten hier runter zu fahren. Hat es eine Weile gebraucht. Oh ja. Ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass wir Samstag Gruppenrennen fahren werden, wieder gemeinsam. Und zwar wahrscheinlich wieder ab 17:30 Uhr. Das hat sich als eine ganz ordentliche Zeit herauskristallisiert so. Ich hoffe, ihr habt Zeit, auch wenn dann natürlich gerade auch in Kitzbühel das normale Rennen läuft. Aber nachdem die Kitzbühel-Woche einfach so kurz ist, verlegen wir das Ganze aufs Wochenende. So. Weiter Satz, weiter Satz. Eng ans Tor. Na, wenigstens können wir hier unsere Zeit nochmal bestätigen. So grob, so ungefähr jedenfalls. Aber das gibt's nicht, dass ich da jetzt nicht mehr rankomme. Das gibt es einfach. Das ist so unfassbar, dass das nicht. Wieso drücke ich den Sprung? Kann mir das einer erklären? Nein, keiner. Schade. Rum. Rum. Geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Schon zum zweiten Mal hintereinander. Müssen wir die Zeit, müssten wir jetzt einfach mal ins Ziel kriegen auch, aber... Ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht was von der Geschwindigkeit, von der Endgeschwindigkeit her, hier in den Zivig rein gar nicht so hoch, dass uns der Geist hier wieder aufholt. Ja, ja. Meiste vom Vorsprung ist schon wieder weg. So. Ah, ja. Hier muss man wirklich das ganze Ding eng erwischen. So, möglichst früh wieder in die Hocke. Oh shit. Müssen wir hier leider ein Stück bergauf fahren. Hier die eine Kurve nicht richtig erwischt haben. Wir sind so minimal vorn. Könnte das eine neue Bestzeit werden? Könnte das eine neue Bestzeit werden? Jawoll! 52-0. Puh! Habu! So. Das war jetzt ein ordentlicher Satz. Kann es mir immer nicht erklären, wie das kommt. Fährst du eine halbe Stunde fast jetzt. Eine halbe Stunde fährst du immer den gleichen Murks und kommst nicht ins Ziel und immer scheiße und was und auf einmal hast du hier so zack, halbe Sekunde schneller. Versteht doch keine Sau. So. Vielleicht können wir ja hier den Schwung nutzen, wenn nicht, ist mir es auch wurscht. Das war jetzt nur wichtig. Dass wir hier aus der Session auch noch mit einer Zeitverbesserung hier rauskommen. Und was noch viel wichtiger für mich und für euch ist, ich möchte ja meine besten Fahrten eigentlich ja auch im Let's Play drin haben.
Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Weil wir waren ja hier nicht, wir waren ja hier auch nicht die ganze Zeit so super schnell mit dem Geist. Wo würden wir... Ach, das gibt's nicht jetzt. Jetzt scheint hier die Luft raus zu sein, kann das sein? Ja. Einmal Grünschnabel mehr. So. Und zieh herum. Nein, das war zu weit unten. Mal klappt's mal nicht. Wenn ich das steuern könnte, ich weiß es nicht. Nee. Nur ein halber Grünschnabel weiß, zweite Tor. Nein, 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 nein. Mach schon. Boah, waren wir da schnell. Und das jetzt hatten wir auch hier fast perfekt erwischt, gell? Puh. Hat dann das Tor genommen. So eine Schräglage gehabt. Wie war denn das? Hier war ja unsere Geisterfahrt war ja hier gar nicht so der Bringer. Dass wir jetzt hier die Zeit geholt hätten. Ich glaube, hier hatte ich sogar hat mein alter Geist wieder was rausgeholt gehabt. Das war hier unten an der Seidelalm. Querfahrt vom Ding hier unten. Gelle, 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 gelle. Ja. Ich weiß. Hier war das, hier oben. Dass man hier oben die Linie hier erwischt hat. Ich glaube, hier hatte ich die meiste Zeit rausgeholt. Oh, das geht sich nicht doch aus. Ach, schade. Komm, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Dann kann ich mich beruhigt zurücklehnen und aufs Rennen warten. Was ist denn heute für euch? Heute müsste dann für euch... Lass mich mal kurz überlegen. Das müsste heute die Folge für den Freitag sein. Genau, und am Samstag gibt es ja dann die ersten Folgen vom Rennen, hoffentlich. Was war das denn? Genau so wird es sein. Ja nun denn. Dann verabschiede ich mich von euch jetzt hier. Ja. Zweite Folge ist jetzt ein kürzer geworden. Macht aber nichts. Hier ist dafür die super Zeit dabei. Nehmt euch ruhig die Zeit. Guckt es euch nochmal an. Und hier seht ihr die Tasten eingeblendet. Zum einen natürlich Hilfe für euch. Wenn ihr noch nach eurer Zeit sucht. Und noch deutlich schlechter seid wie ich, da könnt ihr euch ja da was abgucken. Oder eben für die Oberprofis unter euch. Ich mache bestimmt so viele 100 Millionen, 1000 Sachen falsch. Die könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich es ja dann fürs Rennen noch benutzen und einbauen. Jo, damit bedanke ich mich ganz herzlich wieder bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, ja, wann nehme ich das nächste Mal auf? Ja, genau, fürs Rennen. Fürs Rennen in Kitzbühel. Und spätestens Samstag im Gruppenrennen. Nun denn, euer Alpensack. Bye, bye.